Morgen. Erinnert euch an dieses Paket, und da Daniel mitten in der Nacht nach Hause kam, ja? Mir tut alles weh. Ach du, der arme Kerl, ja. Seit einer halben Stunde wach und fünf Minuten muss ich los. Ja, wunderschön. Und erinnert euch vielleicht, was ich zu meinen Klamotten und dem Paket gesagt habe? Ne? Ja. Denn, wenn nicht, müsst ihr das andere Video noch mal gucken von gestern. Ja. Ah, ja. Du, deine unförmigen Pakete hier immer. Das sieht immer so witzig aus. Was du immer bestellst. Nicht kaputt machen. Sieht ja gruselig aus. So. Ah, und? Erkennt ihr schon was? Er sitzt so wunderbar im Schatten, das ist gar nichts. Balu. Es ist gut. Ja. Das macht, glaube ich, Sinn. Seit wann sind diese Pakete nicht groß, euer Inhalt? Knister, Knister, Knister. Ja. Ein Wunder bei der Paketform. Ein Fuß. Flug. Teddy findet auch spannend. Teddy guckt auch schon. Und noch ein Fuß. Oh, scheiße, Zwillinge. Na? Knoings. Aha. Und der ist besser als der andere? Na, jetzt nicht. Ich hab doch den anderen nicht mehr im Kopf. Warum denn nicht? Weil du zu viel hast. Nein. Ja, genau. Nam, nam. Hast du Frühstück gegessen? Ja. Physiometer ganz weit oben. Was? Physiometer? Bösometer. Physiometer. Nee, süß. Nee, Bösometer. Oh. Ich sagte, aber es sitzt bei Dreamlight Valley ständig. Böse Meter ganz weit oben. Ja. Oder ganz weit unten. Aber meistens ganz weit oben, ne, Stitch? Hm. Zeig mal die Pfoten. Haha, mit Krallen. Ja. Und wieder nur vier Finger. Wie immer. Warum haben die immer nur vier Finger? Das ist total schwierig anzuziehen, finde ich. Aber ich ziehe es jetzt nicht an, oder? Das machen wir heute Abend, ja? Okay. Zeig mal hinten. Hat er Schwanz bekommen? Ich habe gesagt, er soll ihn ranmachen. Jo. Hat er hinbekommen. Hat er wieder vergessen. Obwohl, es war ein anderer. Hat es trotzdem vergessen. Oh. Ach, ich liebe es. Was ist denn mit Schwanz? Ja, ohne Schwanz. Müssen wir wieder selber. Der arme Kerl. Müssen wir so, wieder selber. Das war's für den Frühmorgen. Das mache ich, trinke ich Kaffee. Ich bin noch nicht wach. Ich habe dir gesagt, dass deine mir noch ein neues dazu bestellt hat. Sie leuchtet. Eisblau. und Funktionstasten und Nummernpad funktionieren. Ich habe es gerade ausprobiert. Finde ich ja schon wieder sehr, sehr schön. Endlich. Ja, der dritten Tastatur. ja. Gut. Und dann hat er noch gestern, nicht gestern, aber es kam gestern an. Upsala. Meine Kiste. Okay, das ist extra. Das ist weiß, was ich nicht mehr hatte. Hat er extra bestellt. Und eine Kiste voll Vinylfolie für Textilien. Dann habe ich ihm gesagt, na, die meisten davon, von den Farben habe ich ja bereits. Wie, die hast du schon? ja, naja. Also rot habe ich noch nicht. Die beiden Rosatöne habe ich auch noch nicht. Das Blau drin, was ich noch nicht habe. Gelb habe ich noch nicht. Silber habe ich noch nicht. Aber da ist noch drin Gold, Grün, Lila, Orange. Schuh, jetzt filmen wir woanders hin. Die habe ich halt schon. Also das hatte ich letztes Jahr für Weihnachten geholt. Das hatte ich für Halloween geholt. Letztes Jahr. Grün hatte ich auch für Weihnachten geholt. Ja. Ist ja nicht schlimm. Da ist eigentlich so viel drauf. Ich weiß so nicht, also das so, ne, wenn man vergleicht hier, wie viel drauf ist, ist es nicht so viel. Wie 1,5 Meter. Aber noch mehr als in dem Set, was ich da hinten stehen habe. Da sind ja nur 90 cm Lichtpro-Rolle drauf zum Testen. Ja. Ich meine, wie gesagt, ist nicht schlimm. Ich weiß nur nicht, wohin damit, weil meine Schublade mit den ganzen Kramsachen ist ja voll. Wobei, ich könnte die... Eigentlich sollte Daniel das Ding bekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bleibt auch noch hier. Guck mal. so. Perfekto. Ja. Also ich glaube, ich brauche diesen Rollcontainer doch noch weiter. Ach, je. Hey, guck mal, wie gut das da reinpasst. Schön.
Passt die auch noch mit rein? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nö. So muss es immer. Aber zumindest die passen da rein. Türchen zu. Hier noch was drin. Ach, das sind schon. Da sind ja noch die anderen Beutel. Ach du meine Güte. Na gut. Nee. Na doch nicht. Die ist zu eng. Oh. Na, Schnucki. Okay, nicht wundern, der Drucker. Ich finde, der rollt ein bisschen rum. Dann jemand, man kann die Farbe irgendwie einstellen. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Naja, das können wir nachher mal ausprobieren. Aber ich finde das Eisblau eigentlich gar nicht so schlecht. Sieht man das überhaupt richtig? So, so ist besser, ne? Dunkel wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Aber ich finde das schon schön. Ich meine, die leuchtet ja auch, wenn man drauf drückt. Das sieht man natürlich auch wieder gar nichts. Aber die ist auch. Die leuchtet auch so ein bisschen. Vor allem, wenn man so ein bisschen schummerig ist, sieht man dann wunderbar die Tastatur. Das finde ich richtig toll. Aber das ist so die erste, die halt bunt leuchtet. Obwohl, stimmt gar nicht, ich hatte mal eine blau leuchtet. Voll gelogen. Aber die war so richtig, nicht so eisblau, die war wirklich blau. Genau, was auch schön war. Das war noch an meinem alten, großen Standrechner. Und die Tastatur am Tablet leuchtet, glaube ich, auch blau, ne? Leuchtende Tastaturen sind was Schönes. Wirklich. Das ist, weil wenn es ein bisschen schummerig ist und wenn das Licht von vorne kommt und der Monitor quasi das ein bisschen verdeckt, das ist sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. Neue Woche, neue Pizza. Nein, nicht neu. Die Pizza kenne ich schon. Das ist die Mario Pizza. Mit dreimal Käse und Schinken. Und die ist lecker. Dazu möchte ich erst nichts sagen. Die andere wollte auch am Schreibtisch liegen. Ich habe mir ein bisschen Platz gemacht. Da lag nämlich noch was rum und habe sie gleich wieder angemacht. Die zwei, ne? Also ehrlich. Das Gute ist, ich mache gleich meine Runde. Das ist gleich. In einer Stunde. Meine Runde. Und das, was ich heute bekommen soll mit Amazon, ist schon geliefert worden. Das heißt, ich kann das nachher einfach abholen. Auf dem Hinweg komme ich dran vorbei. Also auf dem, ne, Anfang meiner Runde. Sehr praktisch. Morgen kann ich es dann ausprobieren. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe mir jetzt ja schon ins Auge gefasst, weil ich bei Amazon bin nie gefunden. Und deswegen habe ich es gefunden und gekauft. Schön. Puh, ist es warm. Ich sitze auf der schönen neuen Bank und ruhe mich kurz aus, bis ich zu Hause gehe. Ich schwitze, weil ich heute so Müll dabei habe. Gerade meine Post geholt. Jetzt sitze ich erstmal kurz hier. Akklimatisieren ein bisschen, braucht gleich was Kaltes zu trinken. Definitiv. So Durst. Gut, ganz kalt wird es nicht sein, aber Zimmertemperatur warm. Trotzdem so kalt genug, um zu trinken. Ah, Wind, sehr gut. Ist das warm? Nur ein paar Schlierwolken. Okay, da hinten sind ein paar mehr, aber. Oh, Wind ist gut. Wind tut gut. Das ist so warm draußen. Ui. So, mein Getränk habe ich getrunken in völliger Höchstgeschwindigkeit. Egal. Habe mir jetzt einen Eiskaffee gemacht. Und meinen Nachmittagskaffee sozusagen. Und werde mich jetzt ans Videoschneiden begeben. Ich habe ja gesagt, Mittwoch ist Videotag. Eigentlich sogar Videodrehtag. Und wollte ja auch die ganzen Shorties und so weiter für Autorengedönse und so weiter machen. Nein, mache ich nicht. Die mache ich, während ich dann daran sitze und daran arbeite. Das eine muss ich jetzt zwar noch machen, aber ich habe beschlossen, unterwegs jetzt gerade, dass ich es anders machen werde, dass ich einfach nur vor allem wieder schneiden werde, weil ich habe so viele Videos noch, beziehungsweise die ganzen Vlogs, dass ich da auf Null bin. Und auch das Submania-Video möchte ich auch mit noch schneiden. Und dann erst kamen neue Videos dran. Wir werden sehen, wie das da funktioniert. Ich gebe mir so viel Mühe, dass ich das weiß ich nicht. Ein paar Stunden auf jeden Fall, so 2 Stunden Minimum, jetzt an Videos schneiden sitzen werde. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Vorausgesetzt, ich habe hier Platz zum Videoschneiden. Okay. Diablo, was genau, was? Aha. Oh nö, nee, nicht auf die Tastatur. Oh Gott, das ist ein Bein, ey. Also, es werden aber auch, darf ich mal,
Steine in den Weg gelegt, oder? Oder vielmehr Kater in den Weg gelegt. Was genau stimmt mit euch beiden nicht? Man ist ja irgendwo süß, aber er legt jetzt auch mal mehr zu Teddy hin. Voll putzig. Hab hier so einen Popo-Knall vor der Nase, während ich das Video schneide. Also, was macht ihr denn hier? Nee. Ich schneide gerade den Vlog von Daniels Video Drehgedingsi. Ich wusste nicht mal, dass er da am Ende noch so viel gefilmt hat, dass die Kamera noch lief. Das ist cool. Ja, okay. Ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde am Ende. Also von da, also da, wo ich dann zu ihm hinkomme, ja, aber davor, als wir fertig sind mit Drehen eigentlich. Voll witzig. Sachen, die ich nicht wusste, dass so gefilmt wurde. Das ist immer das Beste, oder? So. Authentischer geht's nicht, würde ich sagen. Authentischer geht's nicht.